So Leute und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. Vorweg, ja, es tut mir sehr leid, dass ich von einem wilden Pokémon angegriffen werde. Nein, dass die Parts relativ selten kommen. Es liegt nicht daran, dass dieses Projekt extrem viel Aufwand benötigt, doch Himmels Willen, nein. Es liegt eher daran, dass ja, wie soll ich sagen? Ich habe irgendwie keine Lust auf Pokémon momentan. Also ich habe schon ein bisschen Lust auf Pokémon. Pokémon ist toll und so, aber ich habe Pokémon immer als cooles Projekt gehabt und ja. Ihr könnt in diesem Video jetzt abstimmen. Soll ich weiter mit diesen Informationen rechts und links und weiteren Informationen und so machen? In diesem Part mache ich es hundertprozentig. Ich warte dann mit dem nächsten Part aufnehmen, bis ihr dann abgestimmt habt, weil ich will wissen, wollt ihr diese Arbeit? Wenn ja, wenn ihr diese Arbeit wollt, dann rechnet wirklich nur noch mit einem Part pro Woche, vielleicht nur 2 Wochen, weil ich brauche viel Arbeit, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher. Momentan arbeite ich extrem viel, Überstunden etc. kommen jetzt auch noch hinzu, weil Weihnachtsstress und so. Und ja, also wollt ihr die Arbeit? Oder wollt ihr einfach nur, dass ich normal spiele, normalen Kommentar hinzugeben und einfach wenig Informationen preisgebe? Ihr dürft abstimmen, mir ist eure Meinung wichtig, also ihr dürft es mir geben. Ja. Just geil. Und natürlich will ich deinem Pokémon noch die Spitznamen geben und so, aber mit den Infos werde ich dann ein bisschen sparsamer werden, selbst du. Hallo, ich komme noch Fossilien hier im Mondberg aus. Und ich werde mir Rocke, der erinnert, wenn man Memoria sieht. Ja, ja, jetzt hat Blutsbrüder oder was. Naja. Oh, wieder ein Zubat. So, erstmal hier Doppelkick. So, jetzt können mal ein paar wilde Pipis kommen. Ich will sie doppelkicken. Also eben stimmt ab und ey, komm her. Au, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, du rennst, glaube ich, nur im Kreis herum, kann das sein? Dun, 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 dun. Komm, jawohl, Pflanzen-Pokémon. Sowas finde ich gut. Mirapla, Mirapla, Kokowai, Mirapla, Kokowai, Mirapla. Musori musste sein. Es absorbiert mich. Nein. Oh gut, machen wir den Lafitif. Ja, nee, gegen Fokus. Skyf poppt sich auf. Oh nein, es lockduft mich. Nein. Wir werden alle sterben, weil mein Fluchtwert sinkt. Oh nee, komm, Schnabel. Volltreffer. Noch ein Lockduft. Nein. Bam, 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 bam. Komm schon, ich will noch zu den Fossilien kommen heute. Wenn ich darf, mein Gott. Sonst schneide ich einfach mal ein paar wilde Pokémon-Kämpfe raus. Könnte ich mal machen. So, Knovensa. Das kann, glaube ich, nur Ranken mit Wachstum. Also von daher ist es keine Gefahr. Und Schnabel, Volltreffer, los. Skyf. Du. Oh, komm, wickel mich nicht. Ich bin kein Baby, das man wickeln muss. Jawohl, Volltreffer, geht doch, Skype. Und Level 13. Awesome. Miriam wurde besiegt. Nein, ich habe verloren. Tja. Ach ja, und eventuell hört es an meiner Stimme, ja. Ich bin noch nicht ganz überm Berg, aber es verbessert sich. Solange ich meine Stimme nicht zu sehr strapaziere, geht alles. Also, das heißt, Frauenstimmen sollte ich nicht zu viele machen, ansonsten nicht gut. So, es mir direkt ein Level Up und eine Entwicklung. Semmel, komm du mal raus. Zubat kenne ich keine guten Attacken, außer, es erstaunt mich. Und ich kratz dich auf. Bam, bam. Erstauner. Wählen Volltreffer, okay, gut nicht. Und Kratzer. So. Gib jetzt ein Level ab. Jawohl, Level 10, endlich. Smet wird nutzvoll. Nutzvoll, nützlich, Mann. Bam, 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 bam. Und Smet von einem Saftkorn zu einem wunderschönen. Was kann ich sagen? Smet! Boah, meine Stimme kackt ab. Was meinte ich? Meine Stimme ist noch nicht über den Berg. Smet, boah!
So, und Smetbo, du kommst sofort nach vorne, weil... Ah, du bist schon vorne. Dumm. Trank man auf Semmel, sonst kratzt der mir noch ab. Dann ist der Semmelbrösel noch böse auf mich. Und Skype, du kriegst auch mal einen, einfach mal, weil ich es kann. Und du hast verdammt wenig KP, mein Freund. Und ich geh mal hier lang. Ich glaube, hier unten gab es eine TM zu holen. Ja. Ich glaube, das ist eine TM, oder? Jo. Raub. Cool. Die umgehe ich mal einfach. Äther gefunden. Ja, ja. Soll ich gegen dich kämpfen? Oder ist, glaube ich, Gift-Pokémon. Das ist sehr gut fürs Mädel und... Ha, Zubat. Oh, du armes Zubat. Konfusion! Und... Okay. Gut, wir sind auf dem gleichen Level. Von daher... Außerdem ist es mir momentan mein schwächstes Pokémon. Allerdings nicht mehr lange. Weil ihr wisst ja, aus meinem Kristall Together, ich liebe Smetbo. Smetbo ist sowieso im Anime so wieder das coolste Pokémon gewesen und ich war so traurig, dass es Ash verließ, aber hey. So eine Schnecke verlasse ich gerne, Ash. Wir drehen hier ein dickes Ding, mach dich vom Acker. Ich habe auch ein dickes Ding. Ich meine, Miep. Zubat. Solange es keinen Superschall benutzt, oh mein, so eine Hilfe. Schick doch was in den Slimer rein. Oder nein, Smogon, Slimer, gut, Spezialverteidigung. Wow, was tot. Und? Okay, es will mal ein bisschen Blut saugen. Du kleiner Vampir. Und Konfusion reicht dann jetzt auch. Komischerweise macht mein Joypad halt irgendwie kaum Geräusche. Ich weiß nicht wieso. Mal ist es immer so laut, ist, obwohl vielleicht hört es das Mikro der noch. Oh, ein Rettern. Rettern. So, ich weiß nicht, ich kam irgendwie auf Scheiße. Rettern, bedroht mich, bringt dir nichts, weil ich Spezial angreife. Ah. So, komm, stirb. Aber ich finde Retterns englischen Namen einfach nur komisch. Da heißt Ickens oder Ickens, weil rückwärts Snake, Ickens. Oder Ickens, ja, Ickens. So ein komischer Name, naja. Slipper euch Level 11. Yeah. Du bist eine harte Nuss, Kitty. Tja, ich bin ein Mädchen. Von daher. Leck mich! Oh Gott, die weiblichen Stimme kann ich immer noch nicht. Das glaube ich Nidorans. Oder sowas im Team. Ein Kleinstein. Und ich frage mich gerade, ob ich jemals in einem Pokémon Let's Play, ich werde versuchen, so viele Pokémon-Spieler wie möglich zu let's playen, jemals ein Shiny antreffen würde. Wäre so geil. Gaston. Gaston. Und bam, Konfusion drauf. Du. Routenschlag. Ja, dann tanzt mit deiner Route ein bisschen. Dum. War so klar. Ey, diese Kombi ist so beliebt. Routenschlag, dann Ruckzuck-Hieb. Ihr seid so Noobs. Das hast du davon, du kleines Radfatz. Ich soll vielleicht mal auswechseln. Auf dem Radfatz, ja, wechsel ich auf Semmel. Los geht's, Semmel. Los. Und? Welches Level ist es? 11? Nein, 10. Ach ja, stimmt. In der ersten Generation war es irgendwie so komisch. Da war jeder Trainer, außer die speziellen Trainer wie jetzt der Rivale und die Arenaleiten, hatten immer alle Pokémon auf dem gleichen Level. Aber jetzt in Feuerrot und Blattgrün kamen ein paar neue Trainer hinzu. Bei denen gilt das dann natürlich auch wieder nicht. Und ich benutze mal Skype jetzt. Einfach mal just for fun. Ich das Skype benutzen können wegen Doppelkick. Ja, yeah. Egal. Und Schnabel. Bam. Oh, du bist doch nutzlos. Naja, jetzt. Ich meine, du bist noch nicht entwickelt und so. Der Mankey eigentlich auch nicht, aber Mankey ist in diesem Kampf fail gegen Zubat. Und Schnabel. Babam, Erstauner. Oh nein. Gut, machen wir mal einen Routenschlag, einen Silberblick. Bam. Oh Mann, Kristall sah so cool aus, so ein richtiger Laser. Ich bin erstaunt. Man hört an meiner Stimme an, dass ich so erstaunt bin und du bist tot. Oh Mann. Yeah. XP. So ein Mist, verloren. Tja. Noobs bleiben Noobs. So. Ach, komm. 5 Schritte und dann wieder ein Pokémon, ey. Das geht mir langsam auf die Eier. Stöcke. Ich meine, ich bin Frau, weiblicher Trainer und so. Konfusion, los. Wenigstens kommt Zubat.
wenn ich gut level. Yeah, one hit KO. Dum -dum 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 -dum. So, jetzt kommt da oben ein Wanderer. Deswegen wechsle ich automatisch aufs Semmel. Weil du kannst Karateschlag. Hallo. Hilfe, Überfall. Ach, du bist ja nur ein Kind. Mhm. Ich bin ein Kind. Und du bist ein alter Mann. Mit Bart, Rucksack und einem Gehstock. Oder Wanderstock. Ja, je nachdem. Los, Semmel, Karateschlag. Voll auf die 12. Und tot. Yeah, Semmel goes overpowered. Nächste wird Kleinstein benutzt. Benutzt. Yeah. Was ist Rufus? Rufus ist ein cooler Name. So heißt mein Nacktmull. Nein, ich habe keinen Nacktmull. Ich habe keine Haustiere mehr. Alle gestorben. Alles wegen meinem Bruder. Bist du jetzt zufrieden? Der arme Wellensittich hätte noch leben können. Na egal. Gerade Schlag. Und passt. Oh, es tackelt mich. Und man muss jetzt eigentlich denken. Semmel ist, keine Ahnung, 30 cm groß und Onyx ungefähr einen Meter. Und wenn es nur ein Tackle würde, müsste es eigentlich One-Hit-KO sein. Hallo? Oder das Riesenvieh. Naja. Die Logik von Pokémon. Man sollte sie nicht hinterfragen. Es gibt so seltsame Kreaturen hier. So, komm. Mondstein? Mondstein. So, zu den Fossilien schaffe ich es nicht mehr. Bam, bam. Kleinstein, Kleinstein. Los, Semmel. Los, Karateschlag. Bam, 112. Bam, 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 bam. So, eine Unterführung. Das heißt, hier kommen wilde Paras. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wenn. Ja. So viel dazu. Hm. Gut, du kannst mit wieder nach vorne und. Oh, hab ich noch Tränke? Hab ich einen Supertrank? Nee. Ich hätte einen Sonderbonbon. Hm. Hier oben waren noch Items, das weiß ich. Bam, 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 bam. Bam, bam. Oh, ein Kleinstein, natürlich habe ich bis Met nach vorne geschickt. Ah. Okay, Skype, los. Was dich tackelt, vergiftet mit einem Giftdorn. Los. Nidoran. Oh, es tackelt mich. Los, Gift. Verdammt. Doppelkick. Bam. Und bam. Yeah. Mm, Lehmsula. Ja, suhl dich ruhig darin. Und Doppelkick. Bam. Also eben wie gesagt, stimmt nach in den Kommentaren ab. Wollt ihr, dass ich mir nochmal so den Arsch aufreiße? Oder wollt ihr öfters Pokémon-Parts haben, dann, wenn ich mir nicht mehr so viel Arbeit geben muss, dann kommen auch wirklich öfters Parts. Du müsst ja nur noch alle 2-3 Tage kommt da ein Part. Dann brauche ich nicht mehr so den Arsch abzureißen, weil die Arbeit braucht momentan extrem viel Zeit. Und ich will auch ein bisschen Freizeit genießen. Also, naja. Ich habe keinen Bock auf Campen. Ich würde mal sagen, ich beende hier den Part. Jo. Das war's für Pokémon Feuerrot für heute und stimmt ab und dann. Mal sehen, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Cheerio!